Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich bei Coswolds. Englischer Whiskey. Ich habe hier auf dem Tisch ein Single Cask. Und die Frage des Tages ist: Lohnt sich Einzelfässern? Bevor ihr weiter sagt, jo, ich werde vielleicht beweisen heute, nö. Okay, was wir haben: Whiskey Base 198834. Ein Einzelfass, also Fass Nummer 705. Das ist ein First Fill STR Barrique. So, das ist hier für Kirsch hier in Deutschland, ein Deutschland-Exclusive. Am 17. Juli 2016 tatsächlich destilliert, denn dort am 10. September 2021 abgefüllt. Das heißt, wir haben ein Whisky, was 5 Jahre ist. Und da gibt es 285 Flaschen davon bei 60,6%. Kostet 97,90 €. Wir liegen bei beinahe 20 Euro pro Jahr für diese Flasche. Und deshalb die Frage, lohnt sich das hier bei diesem Fall ein Single Cask? Warum frage ich das? Weil ich das hier habe. Ich habe vom Coswolds ein Founders Reserve. Ein Founders Reserve mit 60,9%, 60,6%. Allerdings, ich habe hier einfach mal abgefüllt 02/2018 und ich habe hier einen Preis von 55 Euro. Beinahe die Hälfte. Und da muss man sich wirklich hier fragen, auch STR-Fässern. Hier tut man mehrere STR-Fässern zusammen, das war der Founders Choice. Und dann füllt man das ab bei 66,9%. Mehr Umdrehungen. Oder man nimmt ein Einzelfass, STR, und sagt, oh, ich bin bereit, denn dort tatsächlich hier 40 Euro mehr zu bezahlen. Für ein bisschen weniger Umdrehungen. Aber ich habe genaue Daten, wann diese Whisky hier abgefüllt wurde. Ha, ist das nicht ein bisschen tricky hier? Ja. So, die Verpackung stört mich momentan. Also, da kommen beide die Verpackungen weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, blau gefällt mir besser als denn die hier, diese bräunliche oder beigefarbene jetzt hier, was wir haben. Aber beide, jeder für sich kann entscheiden, was denn da ist. So, auch hier diese Gold fand ich schöner. Also, beide schöne Flaschen. Vielleicht kann das mein Thumbnail werden, weiß ich nicht. Okay, gut. Hier, wo ist mein Glas? Hier ist mein Glas. Ich liebe diese Flasche. Also, es gab verschiedene Leute, die ich mit dem ich diese Flasche hier geteilt habe. Und manche haben meine Liebe erwidert. Und andere Menschen haben gesagt, Jason, du spinnst, das Zeug ist viel zu stark. Und ich muss sagen, oh, also echt, STR-Fässern in Fassstärke. Wow, Leute, ja. Also Founders Reserve. Der Gründer, auch ein Amerikaner, hat die Sachen ausgesucht. So, ah ja, genau, ein Presskorken. Genau so wie bisher. Also schön Flaschendesign. Ich hoffe, die können auch behalten, auch in dieser Lieferkettenkrisezeit hier, wer weiß. Farblich liegen wir hier ungefähr, wenn nicht ungefähr identisch. Also ich merke da kaum. Ich merke da wirklich hier kaum einen Unterschied. So, ich rieche erstmal mein Single Cask. Leicht staubig, leicht mineralisch, Gerstensüße, ein bisschen Alkohol, ein bisschen hier Pez, Moment, Himbeer. Ein kleines bisschen mehr Bourbon-Noten, mehr Vanille, aber die sind wirklich hier, also 80% Übereinstimmung. Und deshalb wirklich die Frage, ich habe den noch nicht probiert, vielleicht schmeckt er ganz anders. Deshalb wirklich die Frage, lohnt sich hier tatsächlich ein Single Cask von Coswell zu kaufen, wenn es für 40 Euro etwas Gleichwertiges, Buchstäbliches gibt, allerdings Small Batch. Gut, dann probieren wir STR. Cheers.
Ich muss sagen, die 60,6% sind echt genial angebunden. Karamelliger, als ich das hier in Erinnerung hatte. Ganz leichter Holzeinfluss. Schönes Holz. Ledrig ein kleines bisschen. Und diese Himbeer. Aber ein Himbeer-Vanille-Moment, der sehr dezent ist. Doch ein Schluck. Sehr gut, sehr gut. Mein Gedächtnis sagt mir, der ist auch sehr gut, aber ein bisschen mehr als 20% daneben. Gut. Bisschen Wassermelone. Himbeer, Wassermelone. Schön. Jason ist glücklich. Also ein 3 plus Whisky für mich. Vielleicht sogar ein 1, 2 minus. Wow. Da kommt immer mehr dieser Wassermelone-Moment. Eine schöne Sache. Lang anbleiben, wärmend, also ohne dass es prickelt, ohne dass es brennt. Okay, ein kleines bisschen Alkohol gibt es schon, gerade in der Seite von meiner Zunge, aber bei 60,6% kann ich das hier gut verkraften. Wenn man bedenkt, die gehen mit 63,5% Fass, also nach 5 Jahren ist ein bisschen Schwund da, aber nicht viel. Und die ganze Zeit gereift jetzt hier in eine SDR, Shave Toasted Recharred Fass, denn da Dr. Jim Swan lässt grüßen, vielen Dank. Ja, was mich ein bisschen überrascht, ist, dass viele Shops in Deutschland diese Whisky immer noch haben und sogar auch den Le Mason de Whisky in Frankreich diese Germany Exclusive abgenommen hat. Man merkt, Kirsch und Le Mason de Whisky arbeiten relativ stark zusammen zurzeit. Die schieben sich gegenseitig so Flaschen denn zu. Und aber dort kostet die Flasche 125 Euro. Wir kriegen den in Deutschland für ursprünglich 99, jetzt schon sogar 95 Euro. Weil offenbar hat bisher, ich habe bisher keine gesehen, der das online bisher verkostet hat. Also ein Blog dazu geschrieben oder Vlog, wie auch immer. Super, unser Founders Reserve von Coswolds. Der ist gut. Bisschen mehr Holz, bisschen mehr Tannin, bisschen weniger fruchtige Süße, bisschen weniger Karamell, bisschen mehr Alkohol. Nun, allerdings, also wie ich gerade gesagt habe, 3 plus, 2 minus, hier sind wir bei 3 plus. Die Frage ist, bin ich bereit, 40 plus Euro mehr auszugeben für diese 30, 35% mehr Geschmackserlebnis. Manche Leute sind das und das würde ich mich freuen. Also echt besser als erwartet, besser als gedacht. Der ist immer noch gut, aber der Alkohol ist ein Tick mehr denn da und auch denn da fehlt ein kleines bisschen hier diese SDR. Ich habe das Himbeer, Vanille genannt und auch Wassermelone. Hier kriege ich null Wassermelone, hier schon. Vielleicht lohnt sich doch Einzelfässern. Also, jetzt kommt Whisky Jason, meine Meinung. Vielleicht muss er ein neues Ding auch in mein Video hier einbauen. Whisky Jason, meine Meinung. Also, liebe Leute da draußen, mach es nicht, wie ich gemacht habe. Ab und zu mal schon vor 5 Jahren, vor 4 Jahren, vor 6 Jahren, als ich anfing, jetzt hier Whisky zu verkosten, habe ich einfach mich leiten lassen von vielen Foren, die es so online gibt und viele Blogger und Vlogger und so weiter. Und ich fing an, da schon Sachen nachzujagen, die ein bisschen exklusiver waren, auch Einzelfassabfüllungen. Und die habe ich auch verkostet. Und manches dachte, Sachen, die ich verkostet habe, gleich am Anfang war, hier ist ein Standard und hier ist der Einzelfassabfüllung. Der war so viel besser. Und ich habe das Standarddinger gar nicht gehabt, damit ich nichts wusste, was es ist. Ich habe gleich hier oben angefangen. Und dann ging ich wieder zurück zur Brennerei, sagt, was gibt es noch? Es gibt hier unten. Und dann war ich immer nur enttäuscht.
Also ich würde euch ermutigen, liebe Leute da draußen, wenn ihr eure Whisky-Reise macht, dass ihr euch ab und zu mal etwas Schönes gönnt, aber dass ihr euch erstmal, dass wir uns erst einmal sich einfach mal auseinandersetzen mit dem, was wir eher unsere Core Range nennen, unsere Standardabfüllungen. So, die werden nicht oft geteilt und so weiter, das weiß ich. Es ist manchmal schwieriger dran zu kommen, man will nicht eine ganze Flasche davon kaufen. Aber was ich nicht tun würde, wenn ich wirklich diese Brennerei kennenlernen möchte, Coswolds, ich würde nicht bei so etwas anfangen. Ein Single Cask STR. Denn alles, was danach kommt, ist ein kleines bisschen enttäuschend. Und deshalb würde ich einfach so sagen, schau mal tatsächlich, dass man ein bisschen, zumindest die ersten paar Jahren, wo man unterwegs ist, dass man nicht nur ausschließlich diese Einhörner nachjagt, einfach diese Exklusivabfüllung, dieses Single Casks abfüllt, sondern ein bisschen was, das gibt es immer noch bei Coswolds im Programm, immer noch auf der Homepage, immer noch in vielen Shops. Und diese ist die Flasche, die ich sage, fang hiermit an und dann arbeitet euer Weg nach oben. Nun, viele Leute überspringen das und fangen gleich oben. Ich bin schuldig, habe es genauso gemacht. Aber im Nachhinein denke ich mir, es war nicht unbedingt förderlich für mein Whisky-Kennenlernen-Reise. Gut. Whisky Jason, meine Meinung beendet. Und jetzt geht meine Meinung wegen dieser Whisky hier weiter. Diese Himbeer- und Vanillesoße ist tatsächlich an der Nase. Cheers. Nun, was ich gar nicht gemacht habe bisher, ist mit Wasser zu arbeiten. Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst, dass diese Whisky damit kaputt geht. Mensch, diese Karamell ist tatsächlich da. Schön. Jetzt kommt ein bisschen hier diese Wassermelone. Schön, schön, schön. Ja, ich habe diese 60% hier auf 50 hier verdünnt. Da braucht ein bisschen Alkohol, ein bisschen Wasser dafür. An der Nase ist leichte Verdünnung zu erkennen und hinten raus ist ein kleines bisschen bitteres Holz. Viel karamelliger. Ja, wow, jetzt kommt meine Himbeer-Wassermelone total zu Vorschein. Also damit wurde meine 2- hier buchstäblich hier befestigt. Also coole, coole Flasche. Gut, 2-, schlechten Tag 3+, aber mit Wasser sogar ein Tick besser. Preislich 96, 98, 99 Euro hierfür. Das ist ein 4, Leute. Bitte, bitte nicht unbedingt das Geld ausgeben. Es sei denn, man hat schon fast alles von Coswolds probiert. Und da ist man einfach dann begeistert von dieser Brennerei und sagt, ich will versuchen, einfach mal zu entdecken, was denn diese STR-Fass da wirklich ausmacht. Ich werde versuchen, einfach zu sehen. Es ist echt interessant. Der Einzelfassabfüllung ist niedriger als der Small Batch-Abfüllung, ja, von damals. Keine Ahnung, was der jetzige Akkugehalt ist denn dort von der Next oder jetzige Batch denn da. Schöne Sache. Also danke, 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 Coswolds, dass ihr es habt. Die haben auch eine neue CEO bekommen jetzt in den letzten Tagen. Der Gründer zieht sich zurück beziehungsweise kriegt eine Aufsichtsposition und jemand anders darf die operative Geschäfte ein bisschen genauer weiterführen. Ich glaube, da waren einige Enkelkinder letzte Zeit gekommen und der Kerl möchte ein bisschen auch Zeit haben mit Familie und so. Was ich absolut ihm gönne und finde, ist auch ganz gut. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist zweierlei. Welche Coswolds gefällt euch am besten? Also, und welche Whisky über 60% könnt ihr gut und gern trinken, was nicht ein Bourbon ist? Also, ja. Beide diese Flaschen finde ich echt absolut cool. Also von daher super schön. Whisky Jason hier, alles Gute. Bis dahin, jeden Tag 17:30 Uhr, jeden Sonntag 21 Uhr Livestream und die Flaschen wurden geteilt hier bei meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe unten.
Bye-bye.